oder so, oder beispielsweise die Familie, so, kommst nach Hause und so, wer bist du? Oder, wer sind sie? Was machen sie in unserem Haus? Woher haben sie unseren Hausschlüssel? Ja, also muss sagen, solche Sachen, da würde ich eigentlich, das finde ich echt auch schlimm. Da gibt es ja, glaube ich, mal auch hier, wenn, das finde ich auch wirklich ganz schlimm, wenn hier Leute dann, Amnesie oder sowas haben. Oder, glaube ich mal, senil oder sowas werden und dass sie dann einfach mal alles Vergangene einfach vergessen. Da gibt es ja, da gibt es ja das, ja, Amnesie ist ja dann so ein zeitweiliges Trauma. Und ich weiß nicht mal, wie das ist mit senil. Ich glaube, da vergisst, könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ich weiß ja, ich glaube, da müssen wir, so wie ich es weiß, vergessen die Leute ja kommen mal alles, was zuvor passiert ist. Oder müssen es dann auch wieder lernen. Und dann gibt es ja nochmal diese dementen Leute, die vergessen einfach alles, was sie zuvor gemacht haben. Die haben beispielsweise gesagt so, die denken sich so, ja, also, ja, komm, mach ich mir was zu essen. 5 Minuten später, was wollte ich nochmal? Da hat mein Vater mir auch mal so ein Beispiel gesagt, der war mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, der war da, der hat sich mal irgendwas angeguckt oder sowas und da war so eine Frau neben ihm gesessen und hat ihn gefragt, ob er mit dem Zug gekommen ist. Da hat er gesagt, so nein, ist mit dem Auto gekommen. Nach den nächsten 5 Minuten hat ihn wieder gefragt, ob er mit dem Zug gekommen ist. Und so ist das eigentlich immer mit dementen Leuten, die vergessen ungefähr immer einige Sachen, da dann immer, ich weiß gar nicht mal, ob sind das, vergessen jetzt alle Sachen von zuvor oder bloß einen gewissen Teil. So genau weiß ich das jetzt gar nicht. Aber ich muss sagen, ich finde das wirklich schlimm. Denn, ja, es ist nicht nur schlimm für, wahrscheinlich für dieses Familienteil, weil das Familienteil weiß es wahrscheinlich einfach gar nicht mehr. Wenn auf einmal daherkommst, du kommst, wenn du einfach kommst nach Hause und dann weiß auf einmal diese Person gar nicht mehr, wer du bist. Oder der Rest deiner Familie weiß nicht mehr, wer du bist und sowas, wie ich ja schon gesagt habe. Also wie gesagt, also ich fände sowas eigentlich richtig schlimm. Eigentlich schon gar grausam. Ich glaube nicht, dass ich. Wenn man mit der ewigen Vergessenheit gestraft wird. Ich frage mich nur, ob Buster jetzt eigentlich noch die Schattenläufer hat. Warum habe ich die ihm nicht abgenommen? Soviel ich weiß, müsste ich die ihm eigentlich abgenommen haben. Oder ich hoffe, er hat die noch. Ah, ich dachte schon, ich hätte hier hinten noch nicht aufgeräumt. Mal gucken, ob hier die Dinge jetzt dabei da sind. Oder ob ich schon bei den Banditen da hinten drin war. Weil sind jetzt wieder, da müssten eigentlich jetzt wieder neue da sein. Weil die, weil es müssten eigentlich auch, denn es müssten die sein, die hier die Goldsäcke gebracht haben. Ah ja. Bitte, meine Freunde. Speichern wir mal. Und ich denke mal, ich werde in nächster Zeit immer noch ein Video hochladen, weil ich kann in letzter Zeit nicht so viele Videos machen, weil ich WoW spielen muss. Ich bin gezwungen. Aber was ich ab und zu auch nicht verstehen kann, und zwar, das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel. Und zwar, da kenne ich kenne hier so einen Typen, der hat hier beispielsweise WoW immer verteufelt und alles. Einfach nur, und so,
wegen diesen Leuten, die hier immer ihr ganzes Geld und sowas reinstecken. Hier, um sich im WoW Gold zu kaufen und sowas. Und dann, und dann ist eines Tages mal von ihm so das gekommen, so, ja, dass er WoW spielt und sowas. So. Und er hat gesagt so, ja, ich werde niemals WoW spielen, ja. Und was passiert? Oder was ist passiert? Er ist, oder ne, er nicht, er ist, sondern er hat dann angefangen, WoW zu spielen. Trifft so gesehen halt mal jeden. Aber er hat sich immer über diese Leute aufgeregt, mit diesen, ja, diese, und da kommt schon wieder einer an mit seinem Drachen, den er sich ganz bestimmt im Shop gekauft hat. Und für solche Leute, die sowas glauben, dass die Leute, dass der Großteil aus Leuten da besteht, oder der Großteil von den Spielern aus Leuten besteht, die sich hier das kaufen. Pustekuchen. Die meisten Leute, die ich bis jetzt gesehen habe, die mit irgendwelchen Reittieren und sowas, da weiß ich, dass man diese Reittiere sich im Spiel erfarmen kann. Da muss man halt ab und zu einfach mal ein paar Mal diese einen Schlachtzug oder einen Dungeon des Öfteren machen und den einen und einen Boss ab und zu mal des Öfteren legen. Aber ja, gut. Dann machst du das und dann hast du das Reittier oder das Flugtier und sowas. Oder Erfolge oder kaufst du die Reittiere und sowas. Das geht alles. WoW besteht nicht einfach nur hauptsächlich daraus, Echtgeld auszugeben. Es gibt so diesen Echtgeld-Shop. Kann man sich auch für 20 Euro beispielsweise hier so super tolle Reittiere kaufen, die ich meiner Meinung nach eigentlich niemand braucht. Na gut, manche kaufen die sich, hauen die ins AHA rein und verkaufen die dann für ungefähr ein paar Millionen Gold. Kann man auch machen. Aber, naja. Sonst ist WoW eigentlich gar nicht so schlecht, ja? Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich habe jetzt momentan genug WoW gespielt, um zu sagen zu können, dass es eigentlich richtig gut ist. Wobei ich früher auch nie so sehr Mensch davon war mit unbedingt WoW spielen und sowas. Aber... Hey! Na gut. Zeig mir deine Waffe. Oh, Schatten da verloren. Okay. Ja, wie gesagt, ich war früher nie groß der Freund von WoW spielen, aber das hat sich natürlich jetzt geändert, nachdem ich hier das Geschenk bekommen habe. Wie ich sehe, sind die Gerüchte wahr. Welche Gerüchte? Dass du bei diesen Drachenjägern mitmachst. Naja, du warst noch nie ein Mann der Kirche. Dennoch kämpfst du für unsere Sache und das ist alles, was zählt. Ist das alles? Ich freue mich natürlich. Und so wie du rumläufst, hat bestimmt jeder Ork Angst vor dir. Es geht nicht nur um die Orks. Ich weiß, aber nichtsdestotrotz sind sie ein großes Problem. Du bist wichtig. Du hast den Schläfer besiegt. Wir alle werden deine Hilfe vielleicht noch einmal brauchen. Schon gut. Ja, das stimmt. Glaubst du wirklich? Ja, nachdem ich das Geschenk bekommen habe, habe ich natürlich gespielt, weil, komm, wenn ich schon was gratis geschenkt bekomme, dann... Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300... Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Heilung der Besessenheit. Du fühlst dich erlöst. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab.
Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Okay. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beeile dich! Wie Vatras einfach eine dieser Schlüsselpersonen ist. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuläuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Okay. Natürlich hier. Macht der Sonne, Hashtag Praise the Sun. Sun Bros. Oh ja, und natürlich Leute. Wenn ihr euch fragt, es gibt natürlich YouTuber, die ihre Leute hier, ihre Zuschauer irgendwie so, irgendwelchen Namen geben, wie beispielsweise Nudeln oder, ja, das fällt mir gerade gleich, ich glaube mal gar nichts ein. Oder sonst was, natürlich. Ich empfinde euch einfach als meine Sun Bros und meine, Sun Bros Sisters oder so. Pyrokar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Lol, ist gerade das Fenster weggegangen. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst.
Ich sehe jetzt schon Pyrokas Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Okay. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Okay. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyroka dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Hör zu, Leute. Ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Okay, frag mich nur, wo Lester eigentlich jetzt ist. Lester, der Lester. Ganz viel. Hey, du. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Okay, das Let's Play ist zu Ende. Was nun? Nein, das Spaß. Ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Warum schicken mich alle zu Vatras? Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Och, verdammt. Nein. Stimmt, ich hätte zuvor mit Pyroka reden sollen. Das ist immer derselbe Fehler, den ich mache. Das hätte er doch besser wissen müssen. Salandril, hör auf, mich so behindert anzuschauen. Ich habe mit Vatras gesprochen. Gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst! Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Ach was. Da war ne. Jetzt muss ich mal... Jetzt hau ich mir einen Trank der Geschwindigkeit rein. Sollte mal eventuell lernen, die selber zu machen. Oder mir von dem Feuermagier da das machen zu lassen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt.